Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie sich reingeklickt haben in den zweiten Teil unserer Sondersendung zum Thema Schilddrüse. Wir möchten Sie heute über dieses kleine, sehr, sehr wichtige Organ informieren. Was es mit der Schilddrüse und eventuellen Erkrankungen auf sich hat, das erzählt mir meine Expertin, Frau Professor Dr. Caroline Tonus, Chefärztin der Chirurgie an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. Herzlich willkommen. Hallo. Wann sollte ich denn meine Schilddrüse mal untersuchen lassen? Dann sozusagen, wenn der Hals dick wird, sei es nun, dass ich das selbst so empfinde, weil ich keine engen Blosen mehr vertrage, oder aber wenn mein Gegenüber mir sagt, hast doch dicken Hals sozusagen, dann sollte man zum Arzt gehen. Das sind so die subjektiven Merkmale erstmal. Dann hat man aber ja auch schon von so Blutuntersuchungen gehört, die heißen T3, T4, TSH. Was beinhalten die? Was bedeuten die? T3 und T4 sind Schilddrüsenhormone, die, wie man ja schon dem Wort ableiten kann, in der Schilddrüse gebildet werden. Und das Ganze wird durch einen Botenstoff animiert. Die Schilddrüse wird animiert und dieser Botenstoff ist auch ein Hormon. Und das sind diese drei Buchstaben TSH. Jetzt muss man ja scheinbar differenzieren zwischen den Erkrankungen und Funktionsstörungen. Wenn wir nun mit den Entzündungen einmal anfangen, welche gibt es, wenn wir das Stichwort Hashimoto erst einmal haben? Der Name kommt von dem Erfinder der Erkrankung, war damals 1892. Und letztendlich ist es eine chronische Erkrankung, die nicht heilbar ist, die letztendlich führt über eine zunächst Überfunktion an Schilddrüsenhormon und dann ausbrennt und endet in einer Unterfunktion, die wir versuchen mit Schilddrüsenhormonen aufzufangen. Wenn das über ein Jahr nicht funktioniert, ist dann sozusagen der letzte Schritt die Operation. Und es sind etwas häufiger Frauen betroffen als Männer. Stichwort Basedow, was hat es damit auf sich? Das hat jeder, glaube ich, schon mal gehört. Ist auch eine Entzündung, aber eine Autoimmunentzündung. Das heißt, dass sich die körpereigene Abwehr gegen das eigene Schilddrüsengewebe richtet und typischerweise einhergehend auch mit einer Vergrößerung der Schilddrüse, aber auch, was viele bestimmt schon mal gesehen haben, mit diesen hervortretenden Augäpfeln. Nun sind die Funktionsstörungen auch recht häufig. Überfunktion, Unterfunktion. Wie muss da differenziert werden? Wie erkennt man die? Wir stellen uns vor, dass die Schilddrüse ein Motor ist, unser Aktivitätshormon produziert, haben wir vorhin drüber gesprochen, T3 und T4. Es gibt die Unterfunktion, da fühlen wir uns schlapp und der Herzschlag geht runter und die Haut wird oft so teigig und die Haare stumpf und das kann bis zu Verdauungsproblemen führen. Und auf der anderen Seite dieser überdrehende Motor bei der Überfunktion, dass wir hektisch sind, der Herzschlag ansteigt, dass die Haare ausfallen, bis zu Durchfall, bis Schlafstörungen, Schwitzen. Also all das, was uns zu nervös erscheinen lässt. Ich stelle es mir schwierig vor, tatsächlich als betroffener Mensch das zu differenzieren. Also dass ich auch selber vielleicht darauf komme, dass es mit der Schilddrüse zu tun hat. Oder muss ich das noch gar nicht? Haben Sie völlig recht. Viele kommen dann sozusagen in letzter Instanz zu uns, schon ziemlich mitgenommen und entnervt und sagen, keiner kann was finden und glauben Sie mir bitte, es ist so. Und dann kommen wir auf dieses kleine possierliche Organ und sagen, checken wir mal die Schilddrüse. Hat sich denn im Laufe der Jahre etwas geändert? Nimmt die Krankheitsrate zu? Nimmt sie ab? Wenn ja, warum? Die gutartigen Erkrankungen nach den aktuellen Studien sind gleichbleibend. Was mir allerdings im Rahmen der langjährigen operativen Erfahrung aufgefallen ist, dass wir mehr bösartige Tumoren nachweisen. Aber bitte nicht erschrecken, es werden nicht insgesamt mehr, sondern nur die Nachweismethoden. Die feingeweblichen Nachweismethoden sind feiner geworden, dass man heute schon 1 oder 2 Millimeter große bösartige Tumore, also Schilddrüsenkrebse, nachweisen kann, die meistens gar keine Bedeutung für das Langzeitüberleben haben, aber dadurch steigt die Rate der nachweisbaren bösartigen Tumore an. Das heißt, steigt damit auch die Chance auf Genesung an, weil es überhaupt erkannt wird im Gegensatz zu früher wahrscheinlich? Es wird entfernt und zufällig letztendlich entdeckt. Es gibt Studien bei verunfallten Motorradfahrern, die ja überhaupt nicht an der Schilddrüse wissentlich vorerkrankt waren. Und wenn man diese Schilddrüsen dann auch so fein schneidet, im pathologischen Institut, also feingeweblich unter dem Mikroskop untersucht, findet man häufig diese Mikrokarzinome. Kann man sagen, wer besonders gefährdet ist? Besonders gefährdet sind diejenigen, die einen Jodmangel haben.
Da hat ja auch letztendlich der Staat etwas für uns getan, indem er das Salz mit Jod versieht. Aber wir sollten, das soll nochmal ein Appell auch sein an die Ernährung bezüglich der Schilddrüse, also jodreich essen, nicht nur das Jodsalz, sondern viel Jod ist in Brot, in Milch, in Fisch und in Meeresfrüchten. Damit lässt sich ja auch gut leben. Das heißt, da müsste ich auch kein zusätzliches Jod durch Tabletten oder in anderer Form zu mir nehmen, sondern diese Ernährung ist ausreichend. Ja, da glaube ich schon, dass wir hier in Zentraleuropa ausreichend versorgt sind. Aber die Umstellung auf das Jodsalz ist ja in der Tat erfolgt. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie groß ist denn die Resonanz? Wird dieses Behandlungsangebot angenommen oder werden Schilddrüsenerkrankungen dann doch noch ab und zu verschleppt? Ich glaube, es wird noch unterschätzt. Es gibt natürlich immer die zwei Typen und Charaktere von Patienten. Die einen gehen gern zum Doktor und die anderen meiden uns lieber. Also grundsätzlich möchte ich mich nochmal dafür einsetzen, dass man diese einfachen Untersuchungsmethoden, sprich den Hals mal abtasten lassen durch den Hausarzt oder auch die Ultraschalluntersuchung mit begleitender Blutuntersuchung doch häufiger mal ins Kalkül zieht. Empfehlung über 40 einmal pro Jahr. Prima, das war ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie da waren, Frau Professor Tonus. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Man kann nur appellieren, gehen Sie regelmäßig zum Arzt, ernähren Sie sich gesund. Ich hoffe, dass Sie wieder einschalten. Auf unserer Internetseite www.asklepios.com können Sie sich jederzeit über andere medizinische Themen informieren und auch zum ersten Teil unserer Sondersendung zum Thema Schilddrüse. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuschauen und sage Danke und auf Wiedersehen.